170 Millionen Menschen getötet. Das ist die Fresse! Und darüber werden wir aufklären. Und wir werden uns nicht den Mund verbieten lassen, weder von Moslems noch von Linksradikalen. Und wir werden auch unser Recht auf Informationen und Aufklärungen durchziehen. Da kann uns niemand aufhalten. Und endlich schreibt die Polizei hier ein, um diese aggressiven Kräfte hier vom Kundgebungsort zu entfernen. Es hat jetzt eine ganze Stunde gedauert. Wir wurden von denen beleidigt, beschimpft. Sie haben uns angespuckt und getreten. Sie versuchten, unsere Lautsprecheranlage umzuschmeißen. Und alles wurde geduldet von der Polizei. Das ist skandalös. Endlich kommen diese Leute weg. Das sind Antidemokraten, das sind Faschisten, das sind Leute, die unsere Demokratie nicht achten. Die Islamkritik gehört zu Deutschland. Jawohl. Wir lassen uns nicht vertreiben. Wir sind hier in Bayern, in einem freien Land. Wir sind aus München und wir sind uns ist es nicht bekannt, wir haben das nicht erlebt, dass wir angespuckt werden, dass wir angegriffen werden, dass wir auf so einen aggressiven, gewalttätigen Mob stoßen. Das ist eine Schande für diese Stadt. Wir sind nicht gewalttätig, wir stehen auf. Sie brauchen uns vernichten, ja? Wie bitte? Wenn ich mir recht entsinne, seid ihr gerade in mein Bild reingelaufen. Ja, oh nee, oder? Also verpisst euch, Mädels. Wir sind Antifaschisten. Wenn das nicht passt und wir uns unser Recht auf freie Meinungsäußerung streitig machen wollen, ja, ist ein Faschist. Auf deine Bitte!